Wir befinden uns an der Grenze zu Burkina Faso, im äußersten Nordwesten Benins, auf Büffeljagd. Als Jäger liegt uns das Erkunden von neuen Jagdgebieten im Blut. Ich bin Henrik Lott und mein Ziel ist es, die ausgetretenen Pfade einmal mehr zu verlassen, ein neues Land kennenzulernen und eine neue Wildart zu jagen. Die Büffel sind der Anlass, um nach Westafrika zu kommen und dieses für mich noch neue Habitat zu bejagen. Hier treffe ich auf Konzessionsinhaber Jean-Luc Damy, der mir in den nächsten Tagen das Jagdrevier Concombre zeigen und mich führen wird. Das Habitat ist äußerst abwechslungsreich. Trockensavanne, Palmen im Schwemmland der Flüsse, luftwurzelnde Mangrovenwälder am Ufer des Penjari und dichter Wald mit Tsetsefliegen. Offene, deckungslose Bereiche mit erbarmungsloser Hitze. Große Riedflächen, in denen Buschfeuer wüten. Ein echtes Abenteuer. Ein Teil der jagdlichen Urinstinkte, die uns neben dem Beutetrieb immer wieder zur Jagd treiben, ist bei vielen von uns die Suche nach etwas Bewundernswertem. Eine außergewöhnliche Landschaft, ein außergewöhnlich herausforderndes Erlebnis oder die Möglichkeit, besondere Wildtiere in ihrem ursprünglichen Lebensraum zu erleben. Benin bietet das alles. Das Jagdrevier ist echtes Großwildgebiet, Big Game Country. Von Beginn an sehen wir viele Elefanten und allerorten Zeichen von Löwen. Zahlreiche Antilopenarten kommen im Jagdgebiet vor. Darunter Buschböcke, Nagorriedbock, Oribi, westafrikanische Kops, und die eigentümlich aussehende westafrikanische Kuhantilope. Flusspferde sind entlang des Penjari-Flusses sehr häufig. Und der Norden Benins beeindruckt auch mit einer grandiosen Vielfalt an Wildvögeln. Es ist großartig, dieses alles aufsaugen und erleben zu dürfen, als Teil des Ganzen, als Jäger. Und in diesem außergewöhnlichen Lebensraum lebt eine Wildart, deren Bejagung in ihrem Erlebniswert mit der grandiosen Landschaft mithalten kann. Der westafrikanische Savannenbüffel. Bereits am ersten Jagdtag treffen wir am späten Abend auf eine Büffelherde. Jean-Luc positioniert uns in Zugrichtung der Herde, die nun direkt an uns vorbeizieht. Die Büffel kommen bis auf 20 Meter an uns heran und wir haben die Gelegenheit, sie intensiv zu betrachten, zu hören und zu riechen. Sie haben einen nahezu sonderbaren Gesichtsausdruck und sind etwas geringer im Gewicht als ihre ostafrikanischen Verwandten. Ein eindrucksvolles, aktives Wild. Dann nehmen sie uns plötzlich wahr und flüchten. Aber sie gehen nicht weit. Der Wind ist gut und Jean-Luc ruft die Büffel mit einem nasalen Klageruf eines Büffels, was die Herde in kurzer Zeit zum Zustehen bewegt. Neugierig ziehen die Büffel wieder näher. Es sind meistens Kühe und jüngere Stücke, die sich uns zeigen, aber als Anschauungsunterricht ausgezeichnet. Bis in die Dunkelheit sind wir auf Tuchfühlung mit den Büffeln. Grandioses Erleben. Ein paar Tage später ein weiteres beeindruckendes Erlebnis. Eine Herde Büffel rollt förmlich aus den Atacora-Bergen auf uns zu. Ansprechen und schießen ist nicht möglich,
aber wir genießen den Anblick und lassen die Büffel erst einmal wegziehen, bevor wir sie mit gutem Wind umschlagen und wieder auf uns zukommen lassen. Bei einer Jagd in einem neuen Gebiet ist mir wichtig, dass ich das Wild in den ersten Tagen kennenlerne und sein Verhalten intensiv studieren kann. Ich stelle Größenvergleiche an und lerne die Büffel sicher anzusprechen. Hier sind ein paar ausgesprochen gute Bullen in der Herde, denen aber noch das Alter fehlt. Wir lassen sie ziehen. Am nächsten Tag die nächste Chance. Lange waren wir einer Herde gefolgt, die sich schließlich im Schatten eines Buschwerks eingestellt hatte. Wir mussten versuchen, über eine offene Fläche heranzukommen. Die Büffel werden uns aber gewahr und flüchten. Am Schluss der Herde wird jedoch plötzlich ein riesiger Bulle sichtbar. Er verhofft noch kurz, aber die Schussdistanz ist etwas zu hoch und ich riskiere diesen Schuss nicht. Die Büffel gehen ab. Unsere Suche geht weiter. Unablässig fährten wir Büffel aus, suchen nach einem alten Bullen, kommen dabei fast täglich an eine Herde heran. Der westafrikanische Savannenbüffel ist eine hochinteressante Wildart. Die Deckenfarben variieren von hellrot bis fast schwarz. Ebenso kommen sehr unterschiedliche Hornformen vor. Und die großen buschigen Lauscher helfen gegen Hitze und Fliegen und geben den Büffeln ein uriges Aussehen. Der Prädationsdruck, der von den Löwen ausgeht, treibt auch die einzeln gehenden Bullen in die Herden, weshalb Outfitter Jean-Luc Damy die alten Bullen auch dort sucht. Das ist kein einfaches Unterfangen. Das Gelände ist oft unübersichtlich, die Herden groß und aufmerksam und der Wind in den heißen Stunden des Tages äußerst unstet. Und dass die westafrikanischen Büffel als äußerst schusshart gelten, sollten wir am folgenden Tag noch erleben. Am frühen Morgen sind wir den Fährten einer Büffelherde gefolgt, sehen uns aber plötzlich einer Herde Elefanten gegenüber. Beeindruckendes Wild und spannende Momente. Aber wir halten gebührenden Abstand und müssen streng auf den Wind achten. Dann umschlagen wir die nervösen Dickhäuter, um endlich die gesuchten Büffel in Anblick zu bekommen. Es gelingt und wir haben plötzlich einen guten Bullen vor uns. Kurze Zeit später ist klar, dass es zwei Bullen sind, wobei wir den vermeintlich stärkeren der beiden noch nicht ansprechen können. Der Schwarzköpfige ist ein guter Bulle, aber der verdeckt stehende Graue ist körperlich größer und scheint noch älter zu sein. Sie ziehen weiter und wir müssen dranbleiben. For the moment, the world slowly and heat. Okay. And if we continue inside, we stay behind them. Okay, we need to make a big loop to right before them, and maybe they will come on us. Schließlich platzieren wir uns in ihrer Zugrichtung, als ich schon den ersten Bullen ausmachen kann. Es ist der Schwarzköpfige und er zieht nun auf naher Entfernung an uns vorbei. Wir müssen warten und hoffen, dass der Wind nicht umschlägt, um auch den zweiten Bullen ansprechen zu können. Dann erscheint er. Definitiv reifer als der erste. Der muss es sein.
Wir lassen den ersten Bullen an uns vorüberziehen und ich warte mit klopfendem Herzen auf eine Schussgelegenheit, auf den zweiten Bullen. Der Bulle zeichnet gut und stürmt voran. Schwenkt dann nach dem dritten Schuss auf uns ein. Die Büsche zwingen mich zu einem Stellungswechsel und er fällt mit meinem letzten Schuss. Erleichterung. Nun mischt sich unser Hochgefühl mit Respekt und Demut dem alten Bullen gegenüber. Ein schwierig zu beschreibender Gefühlsmoment, den wahrscheinlich nur ein Jäger nachspüren kann. Jean-Luc erklärt, dass es bei der Erlegung der schussharten westafrikanischen Bullen in den meisten Fällen nicht bei einem Schuss bleibt und dass wir die Situation gut und schnell beendet haben. Der Wirken des Büffels mit seinem hochklassigen Wildbrett und die Verwertung für uns und die Menschen vor Ort lässt eine tiefe Zufriedenheit in uns aufkommen und beschließt diese erfolgreiche Jagd. Meine Jagd in Westafrika geht nun zu Ende, aber in den verbleibenden Tagen erleben wir noch einmal die atemberaubende Schönheit von diesem ursprünglichen Wildnisgebiet. Die Flusspferde am Pendjari faszinieren mit ihrem selbstbewussten Auftreten, vor allem wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet. Und die vielen Elefanten sind erst recht ein willkommener Anblick, gerade in Zeiten von heftiger Wilderei und schwindenden Lebensräumen in ganz Afrika. Aber die wirklichen Könige von Konkombri sind die Löwen. Und sie sind hier, weil ihre Hauptbeute, mehr als 1000 Büffel, im Jagdgebiet ihr Zuhause haben. Und das ist auch der Grund, warum wir Jäger hier sind. Um genau wie sie, Büffel in der Savanne von Westafrika zu jagen. Und weil wir die Anwesenheit von Löwen als Beutegreifer der Büffel wertschätzen und verstehen. Die Eindrücke, die sich uns in die noch wirklich wilden Gegenden dieser Welt bieten, zeigen mir einmal mehr. Dies ist ein Platz für wahre Jäger. Abgelegen, heiß, voller Abenteuer und Schönheit. Absolut schützenswert unter jeden Umständen für die kommenden Generationen. Seit dieses Areal ein Jagdgebiet wurde, hat sich die Zahl der Wildtiere stark vermehrt. Und solange Menschen wie Jean-Luc und sein Team diese Gegend mit abenteuersuchenden Jägern aus aller Welt nachhaltig bejagen, wird die Wilderei auf ein Minimum reduziert und die Wildbestände werden weiter florieren. Hier zu jagen, bedeutet Natur- und Habitatschutz in seiner reinsten Form.